und morgen miteinander. Lieber, lieber Bruder, was ist dein Sinn und Zweck? Wofür bist du denn hier? Wozu bist du gekommen? Um zu leiden? Um in Angst und Depression zu versinken, festzukleben? Das kann es doch irgendwie nicht sein, oder? Es muss doch einen anderen Sinn und Zweck geben. Also, ich will nicht mehr an meiner Geschichte kleben, an meinem Leid, an meinen Traumatas, Hardcore-Erfahrungen und so weiter. Ich bin doch hier und jetzt und hier ist doch alles gut. Ich habe doch Gott jetzt als mein Ziel. Das öffnet doch die Himmelspforte. Wenn es das nicht tut, na dann hänge ich wohl irgendwo da noch so im Graben herum. Und will noch irgendwas, will noch irgendeine Bestätigung für mein Leid, für meine unwahren Gedanken. Dann muss ich wohl noch ein bisschen Trennung aufrechterhalten. Ja, aber dieser ständige Spagat in diesem gespaltenen Geist ist echt anstrengend. Das bleiben zu lassen. Ich merke das sehr auf der körperlichen Ebene. Und es scheint schwierig zu sein, es einfach bleiben zu lassen, weil scheinbar so viel Unbewusstes daran klebt. Und immer wieder wie so Nebelschwaden um einen herumschwirren. Ich will mich nicht mehr davon beeindrucken lassen. Das ist nicht mein Sinn und Zweck, wofür ich gekommen bin. Um mich immer wieder selber in die Irre zu führen. Um mich immer wieder selber zu täuschen. Gott will, dass ich glücklich bin. Ich habe überhaupt keine Ahnung, was es heißt, glücklich zu sein. Vielleicht ansatzweise, ich habe vielleicht eine Ahnung davon. Aber wirklich glücklich zu sein, mich in Frieden zu lassen, mich so anzunehmen, wie ich bin, Freudentänze zu vollführen, das Leben lachen, wer tut das schon? Aber ich will diese Bitterkeit nicht. Ich will diese Bitterkeit nicht. Ich will dieses Lächeln. Ich will die Freude erfahren, mit dir gemeinsam. Ich will wieder lachen lernen, wirklich lachen lernen und kein aufgesetztes Lachen. Diese Ernsthaftigkeit da mal von uns weicht. Diese zähe Masse. Was ist mein Sinn und Zweck? Gottes Gaben zu geben. Und das sind erfreuliche Gaben. Herzöffnende, geistöffnende, erweiternde.
ständig gebend und empfangend. Ein sanftes Miteinander wiegen, ineinander fließen. Das Erkennen, dass wir eines Geistes sind. Miteinander, ineinander, im ständigen Austausch. Wir sind verbunden. Ich will mich daran erinnern, was mein Sinn und Zweck ist. Ich will mich daran erinnern. Du auch? Bist du wirklich bereit, dich zu erinnern? Wenn ich mein Ziel vergesse, kann ich nur verwirrt sein, unsicher dessen, was ich bin. Und daher in Konflikt in meinen Taten. Wenn ich mein Ziel vergesse, und ich vergesse es immer wieder noch, dann hafte ich mich wieder an die Körpergedanken an und reduziere mich wieder auf den Körper. Und vergesse diesen offenen, weiten Geist und Gott als mein Ziel wahrzunehmen. Und da immer wieder hinzuschauen. Deswegen immer wieder, Gott ist mein Ziel. Gott ist mein Ziel und nichts anderes. Möchte meinen Geist erheben und erhellen. Ich möchte mich ausdehnen. Ich möchte seine Liebe geben. Das ist doch meine Funktion. Das ist das, wofür ich gekommen bin. Und ich möchte den Frieden erfahren. Ich muss diesen Traum, so wie ich ihn wahrnehme, doch nicht träumen. Ich kann es ändern. Durch die Änderung der Basis will ich Gott als meine Basis, als mein Fundament anzunehmen. Solange ich im Graben umherirre, bin ich unsicher, kann ich nicht klar blicken, bin ich blind. Dann begrenze ich mich durch diesen Schutzgraben, durch diesen Schutzwall. Und dann habe ich immer wieder eine Verteidigungsposition. Weil ich ja immer irgendetwas abwehren muss. Aber jetzt klettern wir heraus aus diesem Graben und werden zu Brückenbauern. Wir bauen uns eine neue Brücke für unseren neuen Weg. Gemeinsam mit Gott. Und dort gehen wir alle hinüber. Alle. Und kehren endlich heim.
Und die Erinnerung ist die Heimkehr. Niemand kann widersprüchlichen Zielen dienen und ihnen gut dienen. Es ist alles nur halbherzig. Es hat alles immer wieder ein Gegenteil, ein Für und Wider. Nichts Halbes und nichts Ganzes. Ich bin nie wirklich zufrieden. Also stehe ich auf für die Auferstehung. Ich will doch auferstehen. In meine wahre Größe kommen. Ja, ich muss das tun. Und nur ich kann es auch tun. Niemand anderes kann es für mich tun. Noch kann er funktionieren ohne tiefe Not und schwere Depression. Und das kann geschehen, wenn ich nicht klar ausgerichtet bin. Wenn mein Ziel nicht klar ist. Aber nur ich kann es klären. Und mit dem Heiligen Geist lernen, dahinter zu hören, dahinter zu schauen. Und mich eben nicht durch die Körperaugen und die Körperohren, mich immer wieder in Verwirrung zu bringen. Es braucht diese geistige, heilige Sicht. Und das ist Gott. Und nur Gott. Ich brauche gar nichts dafür zu tun, weil ich doch schon sein Sohn bin. Ich bin doch schon mit ihm. Ich brauche nur meinen Blick erheben. Die aufrechte Haltung, die Auferstehung. Ich vergesse es immer wieder und senke wieder meinen Blick, weil ich hier so beschäftigt bin, weil wir diese Bilder so vielfältig sind, diese Eindrücke, Gedanken, Ideen, etc. Diese Identifikation eben. Lass uns deshalb entschlossen sein. Uns daran zu erinnern, was wir heute wollen. Entschlossen sein. Es braucht deinen Willen, der ja Gottes Wille ist. Es muss mir aber klar sein, dass mein wahrer Wille Gottes Wille ist. Lass uns deshalb entschlossen sein, uns daran zu erinnern, was wir heute, was wir jetzt wollen, auf dass wir unsere Gedanken und Taten auf bedeutungsvolle Weise vereinheitlichen mögen, in Einheit bringen, in eine Gleichmäßigkeit, in eine Beständigkeit. Nicht dieses Auf und Nieder, himmelhoch jauchzend, zu Tode betrübt. In all diesen Emotionen,
Mit Gott ist es still. Ein ruhiger Fluss. Ein stiller, sanfter Weg. Und das ist in meinem Geist. Und das bestimme ich. Wenn ich meinen Fokus auf Gott lege, erfahre ich das. Weil dann kehrt sich mein Blick nach innen, weil Gott ist innen. Er ist auch um mich herum, aber er ist innen. Es braucht die Innenschau, die Einkehr zu mir selbst, die Sicht auf den inneren Altar, um das Antlitz Christi zu erblicken. Und diese Öffnung dieser Himmelspforte in mir, in meiner Schatzkammer. Da ist der Fokus hin zum Vater. Dort weitet sich unser mächtiger Geist. Und dieser mächtige Geist trägt mich hier, lässt mich da sein, wo ich jetzt gerade bin, hält mich in Sicherheit. Und es braucht die Erfahrung, lass dich wandeln durch den Heiligen Geist und komm in die Erfahrung, dass nichts bedroht ist, dass mir nichts geschehen kann, dass alles für mich ist, dass dies mein Film ist und in diesem Film hier ist alles möglich. Ich erhebe meinen Geist, öffne mich und bin wundergesinnt. Und nehme die Welt nicht mehr als Angriff gegen mich selbst wahr. Ich greife mich immer nur selber an. Ich will mich mit Krankheit, Leid und Tod nicht mehr identifizieren. Ich will das nicht mehr wahrmachen. Und dennoch bin ich da. Mit einer anderen Sichtweise, mit der neuen Sichtweise und neuen Denkweise, mit offenen Händen, gebend und empfangend. Nichts anderes. Gott ist mein Ziel, ist meine Ausrichtung. Gott ist der Weg, die Wahrheit, das ewige Leben, so wie ich selbst. Mögen wir klar darin sein, verantwortungsvoll, vernünftig, mögen wir Gottes Willen tun, Vater, die Vergebung ist das Mittel, das du für unsere Erlösung wähltest. Lass uns heute nicht vergessen, dass wir keinen Willen außer deinem haben können.
Und somit muss denn unser Ziel auch deines sein. Wenn wir den Frieden erreichen möchten, den du für uns willst, Gott will nur, dass ich in Frieden ruhe. Ich mich selbst im Frieden erfahre, das ist ja die Selbstvergebung, dass ich in Frieden komme, indem ich all das Alte loslasse, mich nicht mehr auf meine Geschichte reduziere, nicht mehr auf die Emotionen. Ich habe das, aber ich bin das nicht. Und somit kann ich es loslassen. Ich brauche darauf nicht mehr zu schauen. Ich bin nur jetzt. Ich brauche auch nichts mehr zu haben. Ich bin nur jetzt. Und jetzt ist meine Funktion, dass wir uns erinnern, dass wir still werden und uns an Gott erinnern für unseren Frieden und für die Liebe selbst, die wir sind. Mir und dir uns allen nahe zu sein. Offen zu sein und offen zu bleiben. Im Vertrauen. Im Vertrauen zu dir selbst.
Ich will mich daran erinnern, was mein Sinn und Zweck ist. Da zu sein mit Gott. In diesem gegenwärtigen Moment. Und da können nur Gedanken mit Gott sein, wenn ich wirklich da bin und Gott als Ziel vor Augen habe. Es braucht diesen tiefen Blick nach innen, diese Nähe zu dir selbst. Das Vertrauen zu dir selbst. Im Beisein des Vaters. Es braucht diese Ruhe und Stille. Für meinen klaren Geist. Damit sich das manifestiert. Damit ich wahrnehme, dass diese Ruhe und Stille, dieses Gewahrsein Gottes mir immer gegeben ist. Und wenn noch so viel Aufregung um mich herum ist, durch mein Zurücktreten erinnere ich mich. Das ist das Leben mit Gott. Diese Erinnerung, das ist der Sinn und Zweck. Mit Gott zu gehen, mit Gott zu denken. Mich Gott anzuvertrauen, mich hinzugeben, mich zur Verfügung stellen. Damit Gottes Wille geschieht. Mich führen lassen. Seiner Stimme zu folgen. Sein Wort zu hören und zu geben. Und das geschieht doch. Hör doch, es geschieht. Und das kann durch jeden geschehen.
auch nicht nur durch mich. Du bist Teil von mir. Du kannst es genauso geben. Es ist immer da. Nutze die Vergebung. Es ist deine Befreiung. Um dich zu klären. Um dich zu reinigen. Um dich zu beruhigen und dich in der Ruhe zu halten. Um dich zu besänftigen und diesen liebevollen Teil in dir wachsen zu sehen. Es wächst ja, es gedeiht ja. Gottes Liebe geschieht. Ich will mich daran erinnern, was mein Sinn und Zweck ist. Lass uns entschlossen sein, uns daran zu erinnern, was wir heute, was wir jetzt wollen. Gottes Willen tun. Auf dass wir unsere Gedanken und Taten auf bedeutungsvolle Weise vereinheitlichen mögen. Durch dieses Einssein, durch dieses Gemeinsame, wir sind in Einheit. Und das beizubehalten, da nichts anderes machen zu wollen, geschehen lassen. Auf bedeutungsvolle Weise vereinheitlichen mögen und nur das erreichen, was Gott möchte, dass wir heute tun. Und vergib dir, wenn du doch was anderes getan hast. Es hat keine Bedeutung. Es ist nichts passiert. Wenn du doch deinen alten Mustern wiedergefolgt bist, deinen alten Gewohnheiten. Oder wenn da Dinge sind, die ich einfach noch nicht lassen kann. Sprich dich dafür nicht mehr schuldig. Nimm die Dinge so an. Wenn du noch was tun musst, was nicht im Sinne des Vaters ist, dann mach es, aber mach es in Frieden, in Ruhe, bis du merkst, dass es keinen Sinn mehr macht, dass es Quatsch ist, dass es bedeutungslos ist. Aber das haben wir alle. Es macht nichts. Gott liebt dich, so wie du bist. Ich kann nichts falsch machen. Es ist nichts bedroht. Wenn, dann bedrohe ich mich immer nur selber. Durch meine Gedanken. Durch mein Denken, das ist gut, das ist nicht gut. Durch mein Denken, das darf sein, das darf nicht sein. Durch mein Urteil eben.
In Gott bin ich frei. Ich kann im Grunde machen und tun, was ich will. Aber das, was du machst und tust, tu es mit Gott. Und dann weißt du, was du zu tun hast, was richtig ist. Dann kommt deine natürliche Verantwortung, die natürliche Vernunft. Dann tauchst du in deiner Natürlichkeit auf. Der Sohn Gottes ist so natürlich. Gott ist so natürlich. Es ist ja das Ursein, der Urgrund, der Ursprung. Und das sind wir auch. Ich kann es aber nur sehen, wenn ich die Nähe zu mir selbst zulasse, zu mir, zu Gott. Zu dir, zu diesem Einssein. Das Einssein ist ja die totale Nähe. Aber auf der geistigen Ebene, diese geistige Verbundenheit, ich brauche eine Alternative zu den Angstträumen. Davon wird heute im Textbuch gesprochen. Dass es ein glücklicher Traum wird. Solange ich mich als den Träumer hier wahrnehme, der ich aber in Wahrheit ja gar nicht bin, kann ich mich aber hier auf den glücklichen Traum fokussieren. So dass Krankheit und Leid mich nicht mehr bestimmen. Dass diese Begrenzung durch meinen Körper, diese Abspaltung, diese Trennung, dass mich das nicht mehr binden kann. Jetzt scheint der Fokus noch sehr stark darauf zu liegen. Aber wir üben ja und lernen beständig und schulen uns immer wieder. Gott ist mein Ziel. Nur das. Gottes Wille geschehe. Ich will in Frieden ruhen. Es gibt in Wirklichkeit keinen Graben zwischen uns. Keine Trennung. Die Trennung hat nie stattgefunden. Es ist nur dieser Traum. Wir sind aus Liebe erschaffen, mein lieber Bruder. Da kann es keine Trennung geben. Deshalb braucht es die Innenschau, um dich in Unschuld und Sündenleere
sündenlos zu erblicken. Das ist die Gnade Gottes, dass uns das zuteil wird, immer wieder. Wie geduldig der Vater mit uns ist, uns jeden Tag davon spricht. Und das scheinbar schon über Jahre. Ich sitze ja schon Jahre mit diesem Buch, jeden Morgen. Ja, da muss es wohl einen hartnäckigen Teil in mir geben. Dass ich jetzt erst bereit bin, wirklich so aufzuweichen, so aufzutauchen, aufzuweichen, aufzumachen. Harte Schale, weicher Kern. Aber so war es tatsächlich. Wirklich ein harter Panzer. Die Schutzhülle eben. Aber das hat sich gewandelt. Jetzt ist Gott meine Schutzhülle. Aber weich und sanft, offen, gebend und empfangend. Nährend, im ständigen Austausch. Wie die Körperzellen in ihrem ständigen Austausch miteinander. Ständige Verbindung. Das sind wir. Und ich will mich erweichen lassen. Ich will friedlich in Gottes Armen ruhen. Und das tue ich ja. Kann ja gar nicht anders sein. Aber ich will es auch so sehen. Und loslassen. Entspannen. Einfach sein. Einfach sein. Immer wieder mit einem sanften Lächeln. Und dies für mich selber zu bewahren, auch wenn ich hier mal alleine durch die Straßen wandle oder hier alleine zu Hause bin, da wo ich gerade bin, dass sich nichts ändert, es ändert sich an. Oder wenn mal viel zu tun ist, wenn scheinbar viel von außen kommt, lass dich nicht mehr beirren, tritt zurück, bitte um Hilfe. Was ist dein Sinn und Zweck? Gott ist dein Ziel. Gott ist deine Antwort.
so danke ich dir wieder für diese klaren Worte, die da immer wieder durchkommen. Das ist so ein Wunder. Danke, danke, danke. Mein Herz ist so erfüllt und so erfreut und so berührt. Ich sag mal Tschüss. Bis gleich.